Hallo und herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute mache ich einen Hundekuchen für den Yoshi, denn der wurde heute 2. Und ein Hundekuchen. Dafür brauchen wir 450 Gramm Milliliter Wasser, eine Tasse Basmati-Reis, 5 Esslöffel Joghurt, ein paar Leckerlis und einen kleinen Löffel Kokosfett und eine Karotte. Also jetzt kochen wir erstmal den Reis. Dafür benötigen wir einen Topf. Soll ich den nehmen oder den? Ich würde den kleineren nehmen, oder? Ja, ich glaube, der kleinere reicht. Dann tun wir da jetzt das Wasser rein. Dann tun wir jetzt den Basmati-Reis dazu. Und lassen den Reis kochen. Ich habe keine kleinere gefunden. Jetzt schneide ich die Karotte oder Möhre mit dem Damastmesser. Die ist auch schon gewaschen. Also mit den Zutaten müsst ihr zuerst den Arzt fragen. Oder wenn ihr es schon wisst. Weil manche Hunde vertragen die Sachen nicht. Und als Topping könnt ihr dann eben halt auch Leberwurst oder andere Wurst, die der Hund verträgt, eben benutzen. Aber das ist praktisch. So 2 auf 2. Das waren sogar 3 auf 3. Und jetzt habe ich es doppelt durchgeschnitten. So, okay. Jetzt nehmen wir uns eine Schüssel von hier und tun da alle Zutaten rein, die wir brauchen. Jetzt nehme ich mir hier den Teigschaber und nehme eben das Kokosfett oder eben das Kokosöl raus. Dann tue ich die Hundeleckerlis dazu. Ihr könnt da Hundeleckerlis nach Wahl benutzen. Also ist eigentlich egal, wir haben so kleinere genommen. Also ich finde, kleinere sind immer besser. Und eben das Wichtige dran ist, weil wir es ja gerade für Yoshi machen, ihr macht bestimmt für einen anderen Hund, dass sie eben klein sind und dass sie Hundeleckerlis sind und keine Katzenleckerlis. Und wenn man es für die Katze macht? Ja, dann müsste man auf jeden Fall andere Produkte benutzen, weil die vertragen ja Milch nicht so arg und auch kein Joghurt, also Milchprodukte eben. Weil das ist ja eher schädlich für die und die bekommen ja auch Durchfall. Josh, du hattest eine Katze, sag was dazu. Oh, das ist schon lange her, das weiß ich leider nicht mehr. Okay, egal. Aber das wird schon stimmen, was du sagst. Ja, das habe ich von der Sarah gelernt. Und von meiner Mama. Sieht natürlich sehr appetitlich aus. Also das Kokosfett oder eher gesagt Kokosöl benutze ich, weil der Hund dann eben einen besseren Mundgeruch hat. Geruch? Mundatem? Ja, so in der Art eben. Und man kann da auch gerne Basilikum oder Minze reinmachen. Wie geht's unserem Reis? Er köchelt gerade. Okay, so. Jetzt müssen wir erstmal eine halbe Stunde warten. Wegen dem Reis. Und jetzt tun wir die Masse, solange der Reis kocht, in den Kühlschrank. Jetzt habe ich die Masse aus dem Kühlschrank rausgeholt und jetzt gebe ich den Reis hinzu. Der ist jetzt noch lauwarm und ja, schmeckt gut. Okay, das reicht erstmal.
Also dieses Rezept ist für zwei Personen, also zwei Hunde. Boah, weißt du was, ich knete das jetzt einmal mit meiner Hand. So, ich habe meine Hände gewaschen. Und jetzt knete ich diese Masse durch, was sich eklig anfühlt. Also riechen tut sie etwas komisch wegen den Hundeleckerlis. Also es könnte sein, dass ihr noch ein bisschen mehr Joghurt benötigt, aber ich finde, es geht auch so. Ich tue jetzt noch mal ein bisschen rein. Es ist jetzt sogar schon eklig, Reis anzufassen. Also, es kann sehr viel werden. Es ist auch für 400 Personen. Vielleicht auch für 20. Oder 10.000. Ich wasche kurz meine Hände, dann mache ich Frischhaltefolie drüber. Dann kann man auch sicher sein, dass es nicht klebt. Weil das klebt noch etwas. Und jetzt ist es inzwischen auch schon abgekühlt. Oha, das legt sich voll auf mein Gesicht drauf. Kurzer Lachanfall. Aber sehr kurzer. So, und jetzt fülle ich da die Masse rein. Also ich habe sie gerade eben, wie ihr sehen konntet, die beiden Schüsseln mit Frischhaltefolie umwickelt, dass man eben auch sicher sein kann, dass es eben nicht klebt. Und so eine Portion ist eben für den Yoshi gedacht. Also er ist ja auch nicht so groß, aber wenn es dann zu groß ist, kommt eben auf den Hund drauf an, kann man ja auch die Hälfte machen, das kann man ja in der App bestimmen. Machst du da Hundegrößen in den Rechner rein? Ja. Und dann gibt man da die Rassen ein, Golden Retriever, Rottweiler, Chihuahua. Also bei mir sind jetzt 1,5 rausgekommen, so ein bisschen mehr. So. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht den ganzen Reis benutzt. Ja. Und jetzt kommt es für 5 Minuten in die Kühltruhe. Also ist es jetzt wie beim Sandkuchen machen. Ich stürze jetzt den Kuchen. Und jetzt nehme ich noch als Deko Hundekekschen. Ich glaube, Yoshi isst nur die Hundekekschen. So, okay, ich hole jetzt Yoshi. Aber davor gehe ich aufs Klo. Yoshi ist hier. Yoshi, Papa! Feiner Yoshi. Yoshi, kann ich? Ja, du kannst. Ich komm bis. Das Leckerli kommt hier oben drauf. Und. Alles Gute zum Geburtstag. Der pult da die Leckerlis raus, du schlauer Hund. Also es scheint, dass Yoshi der Kuchen schmeckt. Und die Leckerlis am meisten. Besonders wichtig ist es auch, dass man da keine Gewürze reinmacht oder eben kein Salz oder Pfeffer eben reinmacht. Und ihr könnt es auf jeden Fall ausprobieren. Yoshi scheint es zu schmecken.
Und ihr könnt auch gerne anderes Gemüse noch reinmachen oder eben als Karotte was anderes reinmachen. Und also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal mit einem anderen Rezept. Wenn es dir geschmeckt hat, gib mir High Five. Fein!